Auch wieder mit cooler Musik. So, zuerst große Wache, wie immer. Dann können wir. Na, brauchen wir nichts aufrufen. Was machen wir mit den beiden? Machen wir mal Zweifachschlag. Und Mahamen. Kann nicht schaden. Er kann sich mit bizarrer Energie immer wieder heilen. Das werden wir. Also er besteht aus mehreren Teilen. Und viele tragen dazu bei, dass es sich heilen kann. Das ist alles nicht so wichtig. Wir werden zuerst mit Claude mal große Wache und dann Regeneration zaubern. Und dann mit ihm. Mit dem auf alle schlagen und mit Red das dauernd nachahmen, werden wir ihn schon down kriegen. Also das, da habe ich keine Befürchtungen, dass das nicht gehen sollte. Hoffe ich zumindest. Er ist übrigens ganz schön stark, also ganz schön stark. Wenn man unvorbereitet reingeht, kann er ihn doch schon sehr ärgern. So. Jetzt Regeneration. Und dann machen die noch einen Doppelschlag, beide. Und dann geht's mit Cloud auf. Und mit Red gleich nachahmen. Und Sid macht dann weiterhin Doppelschläge. Ja, langsam kann es natürlich nichts anhaben, nachdem wir alle Schleifen haben. Obwohl wir für den Kampf nicht unbedingt Schleifen brauchen würden. Also Schleifen brauchen wir unbedingt erst beim nächsten Kampf. So, er heilt sich wieder. Ganz schön stark übrigens, also mit 6500. Jawohl. Ja, und jetzt sterben seine. Also ich glaube, es ist der Kopf, die zwei Arme, der Mittelteil und der untere Teil, wobei er den unteren Teil, glaube ich, gar nicht angreifen können mit dem Alle-Schlag. Ja, ich weiß nicht. Das Problem bei dem Kampf ist eigentlich nur, dass die Pausen, die der Gegner macht, sehr lange sind. Hier könnten wir zu den anderen wechseln. Wollen wir allerdings nicht. Die sind zu schwach. Sind wir nicht besorgt um die. So, nochmal auf alle. Nachahmen. Was, das war's schon? Ernsthaft? Also ich hatte das viel, viel, viel schwerer in Erinnerung. Okay, das war's dann doch schon. Also wie gesagt, mit Doppelschlag und Nachahmen, beziehungsweise wie ist das jetzt? Maxi-Schlag und Nachahmen. Kommen wir mit dem Gegner ganz schön weit, also ist dann doch halb so wild. So, das war's dann hoffentlich mit Bizarro Sephiroth und mit allen anderen Sephiroth-Formen. Auf jeden Fall rauscht es hier jetzt noch. Oh, oh. Die Musik verheißt nichts Gutes. Ja, das dachte ich mir fast. Ja, und hier kommt nämlich die letzte Form von Sephiroth. Das ist Sefer Sephiroth, wenn ich mich richtig erinnern kann und wenn das im Deutschen genauso ist. Und er hat irgendwie 7 Flügel, um genau zu sein. Retter Sephiroth heißt er sogar im Deutschen. So, sehr große Wache und Regeneration ist eh klar. Währenddessen werden wir mit Sid und Red wird ihn gleich mal Schmackes geben. Große Wache bringt nicht nur, dass wir vor ihm, vor vielen seiner Sachen geschützt sind, sondern natürlich auch die Autohast, die dabei drinnen quasi inkludiert ist. Oh, jetzt habe ich die große Wache nachgeahmt. Okay, macht er nichts. Dann war. Oh, Schattenflamme. Ah, das könnte vielleicht gar nicht so gut sein. Ah, sehen wir, ob es Red aushält. Ich weiß nicht. Ha! Er weicht sogar auch aus mit Mystil. Cool. Die Musik war übrigens nur auf der PlayStation 1 damals möglich. Weil. So. Zweifachschlag. Red ahmt nach. Weil Zweifachschlag ja besser ist als alle Schlag. Die Musik war deswegen nur auf der PlayStation möglich, weil nur auf der PlayStation damals die Möglichkeit war, Sounds zu synthetisieren, also Sounds, also Sprache auch und Gesang auch wiederzugeben. Der N64 konnte das leider damals nicht.
Okay, und wenn er das macht, heißt das, dass er für Nahkämpfer unerreichbar ist. Das macht uns allerdings nicht wirklich viel, wir haben alle Fernkampfsubstanzen drinnen, also kann er uns damit nicht ärgern. Das heißt allerdings auch, dass er sich schon bereit macht für seine nächste, also für seinen Aufrufungszauber, falls er den überhaupt noch zaubert. Also Nachahmen nochmal. Ich glaube, es sieht fast so aus, als würde er... Na, er macht weißes Pferd. Das ist der Zauber, der alle Statusveränderungen im Spiel, die es gibt, austeilt, glaube ich. Oder doch nicht. Okay. So, wir werden noch Regeneration drauf haben. Das können wir durchaus brauchen. Und jetzt macht er seinen Aufrufungszauber Supernova. Dabei kann ich gleich wieder mal meinen Clipchaster raushängen lassen. Und zwar ist das ein Meteor oder Asteroid, der durchs Sonnensystem fliegt. Und man sieht hier immer eingeblendet gewisse Formeln. Und zwar habe ich mir das in den Screenshots gemacht und die genauer angesehen. Das sind spezielle Formeln der Keplerschen Planetenbewegungen. Also hier, das ist. Ich glaube, das ist die Erhaltung des Drehimpulses und unten war, glaube ich, die Newtonsche Anziehungskraft. Also, das sind durchaus echte Formeln. Kann sein, dass ein, zwei Fehler drin sind in den Formeln, allerdings sind sie sehr nahe daran, was sie eigentlich sein sollten. Was gegeben den Umstand, dass das Spiel nicht unbedingt für Physiker gedacht ist, doch ganz okay ist. Ja, Pluto ist übrigens kein. Ich werde hier das wegmachen. Pluto ist übrigens kein Planet mehr. Der wurde erst vor kurzem, oder vor einigen Jahren sogar schon, dem wurde der Planetenstatus quasi aberkannt, weil er zu klein ist und zu wenig Masse hat. Und gilt jetzt, glaube ich, nur mehr als. Trabant, wenn man das so nennen will. Es gibt übrigens noch andere planetenähnliche Trabanten im Sonnensystem, die ähnlich weit weg sind wie Pluto und ähnlich groß sind. Also war es die Entscheidung quasi fast richtig, ihm den Planetenstatus abzuerkennen, sonst hätte man vielleicht dann noch neue Planeten inkludieren müssen. So, und jetzt ist der Asteroid hier von Sephiroth in die Sonne eingeschlagen und die Sonne explodiert jetzt. Auch das ist sehr akkurat, also sehr nahe an der Wirklichkeit, weil unsere Sonne ungefähr etwas Ähnliches machen wird am Ende ihrer Lebenszeit. Sie wird sich nämlich aufblähen bis ungefähr kurz vor den Radius des Marses und quasi alle Planeten, die innerhalb sind, verschlucken und sich einverleiben. Und so auch die Erde. Also, ich war sehr überrascht, wie gut die Sachen hier zusammengepasst haben. Ja, und jetzt verschwindet er selber in seine eigene Supernova. Das Problem bei dem Aufrufungszauber ist, dass er alle HP abzieht, bis auf einen. Das heißt, er ist ein typischer Mach mich fertig Zauber. Ja, wir sehen es gerade. Autsch. So, deswegen werden wir jetzt gleich einen Megalixier nehmen. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Ah, cool, er macht gar nicht bis auf einen. Ah, oh ja, das wird wahrscheinlich Regeneration gewesen sein. So, und dann werden wir. Machen wir Limits. Sitz Limit noch. Ist ganz okay. Damit ich das sage. Ich weiß nicht, ob wir noch zu Omnislash kommen. Wir sehen es auf jeden Fall noch. Also, wir ersparen uns hier nichts. Wenn nicht in dem Kampf, dann auf jeden Fall im nächsten. Um schon ein bisschen zu spoilern. Ich glaube fast, dass das jetzt war. Ja. Das war's mit dem spielbaren Teil von Final Fantasy VII. Es ist sich dann zum Schluss dann doch alles sehr einfach ausgegangen, obwohl ich nicht wirklich. Ah, ich war schon sehr gut ausgerüstet für die letzten paar Bosse. Und während Sephiroth sich hier auflöst, sehr dramatisch. Warten wir noch. Also wirklich in dem Kampf, in dem Kampf ist es wichtig, ein oder zwei Megalixiere bei der Hand zu haben, große Wache zu zaubern, alle hinten stehen zu lassen und jeder braucht unbedingt eine Schleife. Dann ist der Kampf ziemlich einfach, weil er hat nicht so viel HP, also man hat es gesehen. Es war nicht wirklich tragisch. Ein Limit, ein paar Mal hinhauen. Gibt Schwierigeres. Einige Waffen zum Beispiel, die ich vielleicht in Bonus-Episoden bekriegen werde.